Und nach so viel Schokolade sollte man was tun? Ganz genau, Zähne putzen. Und das hier ist der allerneueste Schrei. Schwarze Zahnpasta, die soll die Zähne weißer machen als weiße Zahnpasta. Klingt verrückt. Wir haben den Test gemacht. Top oder Tonne? Ein neuer Auftrag für Galileo-Reporter Maurice Geiler. Statt Dr. Best und Zahnarztgattin zeigen im Werbespot ein farbiger und eine weiße Frau, dass Zahnpasta eine Frage des Lifestyles ist. Black is White. Eine Zahnpasta, die schwarz ist und trotzdem die Zähne weißen soll und auch noch Gutes gegen Karies. Klingt erstmal fantastisch, aber ich will wissen, ist das top oder ein Fall für die Tonne? Dafür wird Maurice zwei Wochen lang nur mit der schwarzen Zahnpasta putzen. Die Zahnpasta gibt es in zwei Geschmacksvarianten. Schwarz sind beide. Eine Tube inklusive Bürste kostet rund 25 Euro. Ehrlich gesagt, die Bürste, die sieht ganz normal aus und die wirkt jetzt auch nicht sehr hochwertig, relativ leicht, einfaches Plastik. Die Tube hingegen, die fühlt sich sehr hochwertig an, so ein bisschen weich, ist matt und da, ja, da kriegt man schon das Gefühl von einem teureren, hochwertigen Produkt. Aber ich will wissen, was drin ist. Das, was die Zahnpasta schwarz macht, ist Activated Carbon, auf Deutsch Aktivkohle. Ich kenne zum Beispiel die hier. Das sind Kohletabletten aus der Apotheke, ganz gut gegen Durchfall. Und Aktivkohle kenne ich auch als Filter in einer Wasserflasche. Aber da gibt es doch noch mehr. Richtig. Aktivkohlefilter reinigen zum Beispiel Abgase von Industrieanlagen, Wasser in Kläranlagen oder Aquarien und die Luft in der Gasmaske. Aber was ist Aktivkohle eigentlich? Aktivkohle wird hergestellt aus zum Beispiel ganz normalen Kokosnussschalen. Die werden verkohlt und dann ist es Grillkohle. Nichts anderes als das. Die wird weiter behandelt mit Wasserdampf und anderen Gasen und sieht, wenn man sie dann vergrößert, so aus wie dieser poröse Stein. Ob und vor allem wie Aktivkohle die Zähne weißer machen soll? Dazu später mehr. Aktivkohle ist wegen ihrer reinigenden Wirkung von Omas Durchfallmittel in den Hipster-Olymp aufgestiegen. Schwarze Detox-Drinks sind der hottest Shit und sollen den Körper von innen reinigen. Die schwarze Zahnpasta ist in puncto Lifestyle sicher ganz weit vorne. Aber macht sie Zähne wirklich weißer? Versiegelung aufmachen und putzen. Das hier ist definitiv viel zu viel Zahnpasta. Aber sieht jetzt halt besser aus für unser Bild. Es riecht wie normale Zahnpasta. Und ich sehe, wenn ich genau hinschaue, so kleine blaue Partikel. Das macht die Sache sehr, sehr schön. Aber irgendwie finde ich, sieht das auch aus wie Alien-Zahnpasta. Irgendwie außerirdisch. Aber ich werde es einfach mal probieren. Ich will wissen, wie es schmeckt. Mhm. Oh, ganz normal vom Gefühl her erstmal. Jetzt schau mal in den Spiegel. Das sieht total, das sieht aus, als hätte ich keine Zähne mehr. Also, es schmeckt normal. Es schmeckt ganz normal. Es ist ein bisschen schärfer als die Zahnpasta, die ich zu Hause habe. Aber es sieht seltsam aus. Und ich weiß nicht, ob ich mich an diesen Anblick für morgens gewöhnen könnte, ganz ehrlich. Ja, hat irgendwie was Dämonisches. Und das Waschbecken samt Umgebung bleibt nicht verschont. Wow, das sieht jetzt nicht so toll aus, ehrlich gesagt. Und das hier auch nicht. Ich frage mich, ob das überhaupt wieder rausgeht. Kann das mal jemand waschen? Klar doch. Vorher verteilen wir noch ein wenig mehr schwarze Zahnpasta auf dem Handtuch und lassen sie eintrocknen. Wir waschen nur bei 30 Grad. Schließlich könnte die Zahnpasta ja auch auf Klamotten landen. Das haben wir natürlich schon vorbereitet. Auf den ersten Blick sieht es sauber aus. Nein, sieht es nicht. Die schwarze Zahncreme hinterlässt Flecken. Aber entfernt sie denn wenigstens die von den Zähnen? Das ist jetzt das Ergebnis. Ich weiß nicht, so richtig zufrieden bin ich nicht. Meine Zähne sind ein bisschen blaustichig und ich habe oben am Zahnfleisch, obwohl ich ausgespült habe, so schwarze Rillen. Ich glaube, ich brauche da mal jemanden, der mir da ein paar Fragen beantworten kann. Astrid Kremers ist Bleachistin, also Expertin für weiße Zähne. Schwarze Zahnpasta, die die Zähne angeblich weiß macht. Ich habe es probiert. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Was ist da dran?
Die Kohleaktivstoffe, die funktionieren so, und zwar ziehen die Verfärbung an wie ein Schwamm. Das heißt, Tee, Kaffee, Rotwein, Zigarette, all die kleinen Sünden des Alltags werden von der Kohle angezogen und dadurch werden die Zähne sauberer und können auch dadurch etwas heller ausschauen. Die winzigen Aktivkohlepartikel sehen vergrößert aus wie ein Schwamm oder ein Bimsstein mit extrem vielen Poren. Die Kohlepartikel ziehen bestimmte Stoffe an wie ein Magnet. Viele Gift- und Farbstoffe bleiben in und an den Poren haften und werden von der Kohle abtransportiert. Jetzt steht da aber nicht nur was von Kohle, da steht auch Hydroxylapatit. Das habe ich auch noch nie gehört. Was verbirgt sich dahinter? Ein bisschen kompliziert. Das ist Hydroxylapatit. Es ist wie flüssiger Zahnschmelz, der sich von außen auf die Zähne drauflegt. Wie ein Schutzfilter. Dadurch sehen die Zähne glatter aus, das Licht wird reflektiert und dadurch können die Zähne auch etwas weißer ausschauen. Hydroxylapatit wird neuerdings in einigen Zahnpasten verwendet. Es ist ein Mineral, aus dem Knochen und Zähne zu einem großen Teil bestehen. Hydroxylapatit soll winzige Risse und poröse Stellen im Zahn auffüllen und sie so glätten. Jetzt ist diese Zahnpasta aber nicht komplett schwarz. Ich bin mir sehr sicher, ich habe vorhin, als ich so ins Licht gehalten habe, kleine blaue, leuchtende, glitzernde Partikel gesehen. Was ist das? Das hast du richtig gesehen. Es legt sich ein blauer Film auf die weißen Zähne. Und blau lässt rein optisch gesehen die Zähne auch etwas heller erscheinen. Der Effekt verschwindet aber spätestens nach dem Essen wieder. Wir bestimmen nun die Zahnfarbe von Maurice. Um dann herauszufinden, ob seine Zähne mit der schwarzen Zahnpasta tatsächlich weißer werden. Hochmotiviert schrubbt Maurice 2 Wochen lang 2-mal täglich. Doch leider, zumindest bei Maurice, ist kein Unterschied zu sehen. Seine Zähne sind mit der schwarzen Zahnpasta nicht heller geworden. Wie lautet jetzt das Fazit zur Aktivkohle-Zahnpasta? Und die ist ganz okay. Wirklich weißer sind meine Zähne nicht geworden. Allerdings glänzen sie viel besser als vorher. Ja, bloß ob das 25 Euro wert ist, meiner Meinung nach nicht. Und deshalb ist diese Zahnpasta ein Fall für die Tonne. Hier sollte der aber gar nicht stehen. Mensch, alles muss man selber machen. So, Freunde, jetzt könnt ihr aber abonnieren. Ja, genau. Jetzt hier draufklicken, es gibt Neues aus der Galileo-Welt.